Jo, moin moin und herzlich willkommen hier zum neuen Video aus dem Projekt Stadionbau, dem zweiten Teil. Und ja, im ersten Teil haben wir diese schöne kleine Grundplatte gebaut, was das Grundgerüst wird für den Unterrang der Ostkurve des Prima-Weser-Stadions, was wir ja hier versuchen nachzubauen. Heute kommen die Stehplätze hierbei ran, die sich dann genau auf diesem Modul befinden werden. Und als erstes ging es darum, ja, die einzelnen Blöcke ein bisschen einzuzeichnen. Den Anfang machten hierbei die Blöcke 130 und 132, welche sich später genau zentral hinter dem Tor befinden werden und auch das Zentrum der gesamten Tribüne abbilden. Diese habe ich versucht mit kleinen Stöckern erstmal grob einzuzeichnen, um zu schauen, wie groß diese denn werden und ob das auch alles von den Maßen einigermaßen her hinkommt. Dann habe ich versucht, die ersten Reihen hier gerade zu bilden. Links und rechts könnt ihr hierbei sehen, in hellgrün, da kommen später zwei Eingänge hin. Und die allererste Reihe sah dann schon mal so aus. Hinter einer Klammer können später 4 bis 5 Personen Platz finden. Das kommt ein bisschen darauf an, wie viele Klammern ich insgesamt später verwenden werde. Und die Eingänge habe ich aus Holz gestaltet, was erstmal dann als Prototyp so aussah. Diese Eingänge werden später dann noch in dunkelgrün angemalt werden. Der Unterrang besteht insgesamt aus 26 Reihen und die beiden Blöcke, die hier entstehen, sind jeweils baugleich, das heißt links und rechts genau identisch, mit jeweils 7 Klammern nebeneinander, wobei die letzten 13 Reihen 7,5 Klammern bekommen werden und die obersten 13 werden 7 Klammern bekommen. Das ist auch im Original so in etwa aufgebaut. Was man hier an der rechten Seite sehen kann, nach unten zulaufend, also der Gang etwas schmaler. Das habe ich dann, wie gesagt, dadurch kompensiert, dass ich mich entschied, unten eine halbe Reihe mehr zu machen. Mit einer ganzen Klammer wäre nämlich später der Gang zu schmal gewesen, nach unten hingehend. Den habe ich hier jetzt mal versucht, einmal anzudeuten, wie es später aussehen wird. In der Mitte wird dann sozusagen der Durchgangslauf sein für die einzelnen Reihen der Stehplätze. Das werdet ihr aber auch gleich, wenn nach und nach mehr Stehplätze.
Falls es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like oder ein Abo da würde ich mich sehr freuen. Begleitet doch gerne weiter in dieses Projekt. Ich werde regelmäßig über den Bau der Ostkurve berichten. Auf den Fotos könnt ihr nochmal die Entwicklung des Modellstadions vom Anfang bis zum aktuellen Stand ansehen. Als nächstes werden weiterhin die Stehplätze des Unterrangs erstmal eine Rolle spielen, bevor es dann primär immer weiter nach oben geht und dann irgendwann auch die Sitzplätze des Oberrangs rankommen. Aber das werdet ihr alles in der nächsten Folge erfahren. Würde mich freuen, wenn ihr dann nochmal reinschaut. Vielen Dank fürs Anschauen. Ich verabschiede mich und bis dann.